Ja, Leute, es gibt neues Gameplay-Material, wo geleakt wurde zum neuen Battlefield. Und zwar seht ihr das im Hintergrund. Nee, Spaß, das ist eigentlich Call of Duty Modern Warfare. Es war nur Clickbait. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping! Sorry, das war richtig schlecht. Es geht natürlich um Battlefield Mobile und zwar dazu gab es einige Leaks und neue Informationen. Bevor die meisten jetzt abschalten, gebt mir die Chance, euch Sachen zu erklären, denn es sieht momentan wirklich so aus, dass Battlefield Mobile das bessere Battlefield wird als Battlefield 2042, aber das ist ja auch nicht mehr schwer. Kurz zur Backstory, dass man hier auf dem aktuellen Stand ist. Battlefield Mobile konnte Herbst 2021 in zwei Ländern gespielt werden schon, und zwar in der Close Alpha in Indonesien sowie in den Philippinen. Eine kommende Close Beta wird ebenfalls bald für die EU verfügbar sein, und zwar wird die ganze Sache 433,81 Mbit groß sein. Wie man sich dabei anmelden kann, wird uns DICE und EA noch auf den sozialen Medien von Battlefield benachrichtigen. Das Hintergrund-Gameplay stammt von der Close Alpha, ist somit auch noch eine ziemlich frühe Fassung von EA und DICE. Hierbei wird sich noch einiges ändern bezogen auf die Grafik und auf das Gun-Gameplay. Kommen wir jetzt zu den Leaks, die wir bekommen haben vor kurzem. Battlefield Mobile bekommt laut dem Leak einmal die Karte Operation Metro, großer Bazar, das was wir bereits im Hintergrund sehen, Lofoten und Antilope. Bei der genannten letzten Karte bin ich mir nicht sicher, und zwar Antilope oder Antelope, wie auch immer man das ausspricht, habe ich dazu leider nichts gefunden, wie die Karte ungefähr aussehen könnte. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie die Karte aussieht. Weiter geht es dann direkt mit den Modis, und zwar gibt es einmal Rush. Ja, Gott sei Dank, ey, mein Lieblingsmodus. Dann Conquest natürlich, Frontline und dann gibt es noch ein Tutorial. Ich vermute, dass der Tutorial extra sein wird, so wie zum Beispiel in Battlefield 4 ein Testgelände, wo man das Spiel erstmal kennenlernen wird, bevor man dann wirklich ins Hauptgeschehen eingreifen wird. Waffen. Natürlich ist das auch ein großes Thema bei Battlefield, denn wir spielen hier Military-Spiele und da muss es natürlich auch viele Waffen geben. Die Waffen, die zum Beispiel geleakt wurden, sind insgesamt 8 AES, also Sturmgewehre, 4 SMGs, 5 Snipers, 7 LMGs, 4 Pistolen und eine Shotgun. Richtige Waffennamen, die wir aus dem Gameplay entnehmen können, ist zum Beispiel eine FP2000, das ist ein Sturmgewehr. Dann gibt es hier noch einmal die MP9, das ist eine Pistol. Was ich auch bereits gesehen habe, ist die M16A3, die MP7 und die G18 Glock. Also auf jeden Fall einige Waffen, die auch wir von damaligen Battlefields kennen. Das waren bereits alle Leaks, die wir jetzt bekommen haben vor kurzem. Ich bin ziemlich gespannt, wie sich das Spiel wirklich spielen lässt, wenn man es mal selber ausprobiert. Klar, die Grafik ist jetzt nicht unbedingt die beste, aber es ist ein Handyspiel, das darf man nicht vergessen, und es wird auf jeden Fall noch dran gearbeitet. Es ist wie gesagt erst eine Close Beta demnächst und war wie gesagt im Hintergrund als Alpha Gameplay zu sehen, aber ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt. Denn wir dürfen nicht vergessen, Battlefield Mobile besitzt ein Klassensystem, was wir aus älteren Battlefield-Teilen kennen. Zusätzlich hat es ältere Battlefield-Karten als remasterte Version, wie zum Beispiel Großer Bazaar und Metro aus Battlefield 3, dann zum Beispiel Lofoten aus Battlefield 5 und dann gibt es ja noch diese andere Karte, die ich bislang leider nicht gefunden habe und nicht einsortieren kann, aus welchem Battlefield die kommt. Die voraussichtliche Veröffentlichung von Battlefield Mobile wird im April stattfinden, und zwar in diesem Jahr 2022. Bevor alle urteilen, schaut euch einfach mal den Gewinn von Call of Duty Mobile an. Es bringt $1 Milliarde pro Jahr. Battlefield Mobile könnte ein Gamechanger werden, wenn sie es richtig umsetzen. Hey, und wer hat sich's nicht immer schon gewünscht, dass man in der Schule oder wenn man in der Mittagspause bei der Arbeit ist und man hat gerade so Langeweile, einfach mal genüsslich Battlefield daddeln kann, anstatt nach Hause gehen zu müssen dafür. Einfach Handy anschmeißen und loslegen, eine Runde Rush oder Eroberung auf Großer Bazaar, Metro oder Lofoten spielen. Holy shit, ist das geil. Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie die Close Beta sich schlagen wird, im Gegensatz zu der Close Alpha. Ich bin guter Dinge, dass die Battlefield Mobile App gut funktionieren wird und uns auch einige Sachen an Spaß bringt. Lasst mir aber gerne jetzt einen Daumen nach oben da und ein Abo, das supportet mich extrem, denn über 70% von euch haben mich nicht abonniert und mich würde es wahnsinnig interessieren, wenn ihr mich abonniert, denn so habe ich mehr Motivation, Videos zu machen. Damit zeigt ihr mir auch, dass ich meine Arbeit richtig mache und euch es gefällt. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Bleibt gesund, meine Freunde, und ich bin an dieser Stelle raus. Ciao.